Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, heute machen wir ganz kurz einen Ausritt nochmal. Wir wollten mal gucken, ob hier noch irgendwo Sternmetall runtergekommen ist. Wir haben den Server mal neu gestartet und erhoffen uns wir erhoffen uns dadurch Sternmetall. Genau. Aber hier ist alles. Ja, wir müssen dann auch nochmal zurückreiten. Wir haben ja auch noch unser Säbelzahnjunges, das wir auch in die Tierschule geben wollen. Ah, wo kommst du denn her? Habe ich hier gar nicht gesehen. Der ist ja richtig aggro. Ich wollte nur kurz gucken, hier, geh weg. Aber dann bring ihn doch um, der bringt lecker Fleisch, den können wir dann gut dem Löwenzahnjungen geben. Nee. Wie nee? Ich will immer das Mammut nicht töten, na gut. Bist du dann denn? Ach, Säbelzahnmuschi. Auf jeden Fall wird dann der Säbelzahntiger Diego heißen. Vielleicht kommt er währenddessen Sternmetall runter, solange ich töte. Ja, das finde ich nett, weil wir haben das auch noch nie gezeigt, wie es runterkommt. Diese Säbelzahn. Ach, jetzt ist er weg. Oh. Oh, das war mitten. Ich stecke im Anus fest. Ja. Ah, ich bin nicht raus. Wer will nicht im Anus eines Mammuts stecken? Ah! Da geht's steil runter. Böse, böse, böse. Rückwärts fährt. Ja, ich habe hier aber noch keinen Meteoriten gesehen wieder. Zumindest nicht hier bei uns in der Ecke. Okay. Also, beamen wir zurück. Ja. Können wir mal. Okay. Also lass mal die Pferde hier. Wieso? Achso, wir beamen einfach zurück und die folgen uns weiterhin. Ja. Ja, dann können wir sie mit irgendwelchen Materialien vollpacken. Ich gucke gerade, was hier sinnvoll ist. Fell, Kerzen, Eisen oder sämtliches Metall, oder brauchen wir das hier oben? Harz könnte man mitnehmen, Haut. Epona, komm mal her. Wieso kann ich dein Inventar nicht öffnen? Weil du da verplötzt bist? Verplötzt. Eis brauchen wir ja auch nicht mehr, oder? Nö. Ach, das kann alles hier bleiben. Braucht kein Schwein. Kühlschrank wäre ja gut, aber ich nehme die Coin mit. Ja, wir brauchen ja für das, was ich so längerfristig noch vorhabe, bräuchten wir ja auch noch etwas Dämonenblut. Wollen wir dann vielleicht einfach in die Stadt beamen? Können wir auch machen. Dann würde ich da jetzt hin teleportieren. Ja, mach mal. Das hat Kirk nie gesagt. Nicht einmal. Wer hat das nicht gesagt? Kirk. Das wurde nie. Ja, halt, das wurde nie. Dann war es vielleicht Spock. Nein, es wurde nie ein einziges Mal in der ganzen Serie erwähnt. Ah, hier sind Skelette und es ist dunkel auf einmal. Ja, wir sind in der namenlosen Stadt. Hier ist es immer dunkel wie im Pferdearsch.
Ich renne jetzt hier mal weg. Die Verderbnis nimmt zu, das nervt. Na, da hast du nicht unrecht. Komm mal her, Pferdchen. Wann ist denn hin? Hier hin. Wo ist hier? Kämpfe. Wo kämpfst du denn? Ah, da bist du. Ja. Du bist zu dunkel, man sieht dich nicht. Da ist ja immer noch einer. Muss ein Nest sein. Aber bringen doch nicht mal Dämonenblut oder so einen Scheiß. Nee, aber wir können Knochen gebrauchen. Oh doch, ich hab hier Dämonenblut bekommen. 3. Mehr brauchen wir gar nicht. Echt cool. Glaube ich. Also ich weiß, wir brauchen Dämonenblut, aber eigentlich nicht so viel. Das heißt, wir könnten nach Hause reiten. Außerdem ist mir extrem heiß. Jo, so grob in diese Richtung. Ja, dann erfolgreicher Ausritt. Ja. Mit was hast denn die abgeerntet? Mit einer Sternmetallaxt. Aber mit der neuen normalen gibt's ja, glaube ich, da keinen. Es war ja so ein großes Viech mit leuchtenden Augen, vielleicht lag's daran. Ah, okay. Es hatte nur leuchtende Augen, weil es dich mochte. Bevor du es abgeschlachtet hast. Oh, ich habe ihm sein Herzchen gebrochen. Und seinen Kopf. Sein Holzkopf oder Hohlkopf. So, jetzt müssen wir hier nur irgendeinen Ausgang finden. Ist immer so schwer im Dunkeln. Eine Spalte, mit dem kannst du dich ausfressen. Kann man gerade vorbeilaufen. Nein, links, links, hier, Schatz. Die Viecher haben dir den Weg schon gezeigt. Okay. Ah, ich sehe sie. Na, ab hier wie immer. Na. Ich renne nicht durch die Stadt, ich renne hier raus. Ja, da an dem einen Tempelchen vorbei. So, hier brauche ich jetzt auch kein Licht mehr. Hier ist ja wieder normal. Sternmetall im Schmelzofen müsste mittlerweile auch soweit fertig sein, dass ich mein Schwertchen reparieren kann. Guck mal, wir haben einen neuen Strahl. Wir haben jetzt 3 Strahlen. Euch. Der dritte ist von diesem komischen Kannibalenkult. Genau. Ah, der rote ist bestimmt vom Yogi-Bär. Genau. Der rote ist vom Yogi-Bär. Oh, halt, ich gehe erstmal nach unten. Du hast ja Fleisch, ne? Ja. Für unser Säbelzahnbaby. Ansonsten hätte ich hier auch nochmal schnell Fleisch gemacht. Ah, ich habe den guten Stoff. Sehr gut. Auch noch ein Elefant drin, was nicht gewachsen ist. Ja, weil wir da noch kein Essen für den Elefanten reingepackt haben. Was ist ein Elefantenessen? Ich würde sagen, Pflanzenfasern.
Ja, ich suche mal ein paar Büsche und dann bringe ich ihm die. Ach, du hast dir Epona geschnappt. So, so, so. Oh, falsches Pferd, scheiße. Ich, hier um die Ecke, lass ich es gleich wieder laufen. Ja, dann gehe ich halt eben mit Plötze, so. Ja, ich glaube, die brauchen ja nie viel Pflanzenfasern. Das ist einfach nur so ein bisschen, ne? Was? Nur 49 Barren? Scheiße. Steine gesammelt und ach. So, aber da wo wir hingehen, da brauche ich glaube ich dieses Chiosk-Dings nicht. Das ist nur Gewicht. Unnötiges. Also gehen wir ohne Pferd. Ich würde das Pferd mitnehmen. Also schon alleine damit die Strecke nicht so weit ist. Man kann die dann ja davor abstellen. Wir brauchen auch eigentlich mal wieder Schleimsuppe für unsere Mitarbeiter hier. Wie viel Schleimsuppe du noch hast mit deinem Typen? Also wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay, 12, 13, 14, 15, 16, 17.000. 1700. 1700. Okay, 1700 okay, Schleimsuppe okay. Haben wir noch da. Nee, wir brauchen keine neue Schleimsuppe kochen. Ich hab dich gerade nicht über den TS. Achso, Entschuldigung, wir brauchen keine neue Schleimsuppe. So, gut. Das war eigentlich die Quintessenz von dem, was ich gesagt habe. Dein Pferd Epona ist bestimmt voll, oder? Hm. Ich auch. Oh, da sieht ja schön aus mit dem riesigen Kopf. Hm. Gibt's da einen Riesen zu? Bei dem Totenschädel da? Hm. Ganz viel Muschifell dabei. Sehr schön. Hat Plötze noch was in sich drin? Nee, Plötze dürfen nichts haben. Heilpfeile habe ich denn noch? Hier habe ich nur 49. Schlangenpfeile wären vielleicht nicht schlecht mitzunehmen. Ein zweiter Bogen. Drachenknochen, ich muss meinen Drachenknochenbogen reparieren. Ja, hattest du mir doch mal einen gemacht. Ich habe nicht gefragt, ob du einen hast, sondern ob wir noch Drachenknochen haben, damit ich meinen reparieren kann. Du, ich habe dich schon wieder nicht über. Aber ich habe hier TS an, ich drücke da die ganze Zeit.
Ja, jetzt höre ich dich auch gerade wieder. Hast du vielleicht Push-to-Talk an? Nein, habe ich nicht. Was ich meinte, ich wollte meinen Drachenknochenbogen reparieren. Ja. Dass ich dir einen gemacht habe, das weiß ich. So. Brauche ich noch was zu futtern. Das gewürzte Zeug packe ich mal woanders hin. Also da, wo wir hingehen, ist es jetzt nicht super warm, deswegen würde ich auch die Varnier-Rüstung anlassen. Und Verbände. Und ich nehme auf jeden Fall nochmal Aloe-Zeugs mit. Wir haben natürlich wohlweislich noch nicht gesagt, wo wir hingehen, aber egal. Achso, ein Dämonenblut brauchst du, glaube ich, auch, sonst kommst du nicht in den Tempel rein. Hast du mal ein Dämonenblut für mich? Ja, ich pack das dir in die Dämonentaschebank. Da wird Dämonenblut kaputt. Schnapp dir Dämonenblut aus Dämonentaschebank. Mach ich, warte. Ich habe hier immer noch Zeug gefunden in deinem Pferd. Okay. Aber wo sind die ganzen Kerzen denn? Ich habe doch so viele Kerzen noch gefunden. Ich habe eine Kerze gefunden, die irgendwie drin war. Und die habe ich schon bei meiner Wasserstatue hier aufgestellt. Noch kurz meinen Tempel. Dann noch kurz Wasser aufladen. Hallo Rittersporn, wie geht es dir? Hallo Rittersporn, hallo, hallo Rittersporn. Das nehme ich nicht raus. Hat man noch Sklaven in Bearbeitung? Nein, okay. Achso, apropos Sklaven, wo du es jetzt sagst, ich wollte nochmal gucken, wie es bei Leto mit Dings aussieht. Ja, der hat noch über 100 Schleimsuppe, das passt schon. Die können nie genug Schleimsuppe dabei haben. Also da, wo wir hinwollen, das ist so ziemlich auf halber Strecke zwischen unserer jetzigen Basis und der Eisbasis. Also würde ich fast sagen, reiten wir von hier aus. Jo, kleiner Augenblick noch. Ich lasse noch meine Spitzhacke reparieren. Epona folgt mir nicht mehr. Wer hat dem Epona geklaut? Die, der Epona gehört. Und oh nein, jetzt bin ich hier. Oh. Plötze ist deins. Genau, Rava Plötze. Plötze ist weiblich. Los? Plötze ist immer weiblich. Ja. Ja. Rava Plötze. Bei mir ist Gerald hat immer eine weibliche Stute. Weibliche Stute, doppelt gemoppelt. Bei mir war auch im Spiel männlich, so. Echt? Ja. So. Also, damit du auch weißt, wo wir hinwollen. Ja, erzähl direkt mal. Nach Norden, bei den Hügeln der Toten, ne? Da links, wenn du da mal reinzoomst. Ja. Zoom. Da in den Teich. Da auf der linken Seite ist da ja. So eine Insel und da will ich hin. Da ist eine Insel, da willst du hin? Ja. Ja, viel diejenigen, Spaß. Die zugucken und die schon Bescheid wissen, wissen jetzt wahrscheinlich, worum es geht. Was für ein dämliches Lachen. Wieso lachst du so dumm, Heinrich? Du hast... ha, ha. Mathilde 56271. Nennst du mich jetzt immer so? Nö, nee, wurde mir gerade wieder angezeigt. Ja, das liegt daran, weil du. Weil du Admin bist. Ja.
Die Säuberung nimmt aber nicht zu. Ja, ich glaube, wir müssen das mal echt so Aktionen, die erforderlich sind. Eins. Keine Ahnung. Hat sich, glaube ich, eingestellt mal. Muss ich gucken. Aber nicht gerade jetzt. Ich müsste das Camo eh dann wieder eingeben. Und ich weiß es nicht auswendig. Du hast es aber abfotografiert. Weißt du, wie viele Fotos währenddessen wieder ich gemacht habe? Das ist irgendwo im Verzeichnis ganz weit hinten. Das ist einfacher, man sucht es neu raus. Okay. Ja, mein Pferd ist nicht der schnellste. Ist okay. Gibt Schlimmeres. Galoppel, 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 Galoppel. Wann hat es sich eigentlich eingebürgert, dass ich immer diejenige bin, die vorreitet? Du wolltest ja da. Ach, das ist einfach so. Du wolltest doch dahin. Ja, ist ja auch okay. Ich kannte das Ziel noch nicht, ich war da noch nicht. Ich war da auch noch nicht. Ich war mal böse, ich habe ein bisschen recherchiert. Außerhalb unserer netten Berater. Du hast dich verraten. Ja, so zu sagen. Hier wäre ja auch irgendwo noch da der Zirkel der Schwerter. Der ist hier in der Nähe. Wollen wir den uns mal angucken? Ja, war ja rechts hier irgendwo, ne? Mhm. Den hatten wir das erste Mal, als wir irgendwie hier auf dieser Seite waren, gesehen und haben gesagt, das ist uns zu gruselig. Aber ich finde, langsam sollten wir uns das trauen können. Weil der gerade so auf dem Weg ist. Ja, mit unseren Begleitern hier. Gerade Plötze und Epona. Ich glaube, die stelle ich dann lieber ein bisschen an der Seite ab. Da oben ist er nämlich schon. Dann stellen wir unsere Pferdchen hier unten ab. Sicher, dass wir da nicht oben schon waren? War wir waren oben, aber haben uns dann da wohlweislich zurückgezogen von. Mein Pferd da auf Wache gestellt. Weil dann war da so ein gruseliges, großes Viech und da haben wir den taktischen Rückzug angetreten. Oh, Wölfchen. Sorry, ich war noch hier am... man könnte ja glatt wieder was abarbeiten. So, hier war... Genau. Siehst du vielleicht sogar? Ja. Siehst du das, was ich meine? Haben wir Brandpfeile? Sieht so aus Holz. Nee, und die Sprengpfeile habe ich auch weggepackt. Warte mal, kann ich hier hochklettern? Ah, sehr gut. Ach, Mist. Durch den Regen kriege ich Durst. Okay, bin einsatzbereit. Okay. Dann zielen. Feuer. Drei Köpfe. War zu erwarten. Und Wölfe als Unterstützung. Ouchi Bauchi. Da ist so ein Schlüpferkönig-Geist. Wo
Wolf von hinten, du Arschloch. Oh, Wölfi. Bei mir gab es ein Problem mit Schlüpfergeistern und Wolf von hinten. Ja. Ich glaube, bei mir ist wieder Spielaufgabe. Oh, das ist nicht gut. Vor allem, weil meine Charaktere wahrscheinlich da noch stehen, ne? Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Weil dieses Viech hier auch einfach ist. Leto, komm mal da weg. Du krepierst mir sonst, Junge. Leto! Heil erstmal, Leto. Wir schaffen das. Wir schaffen das, kleiner Leto. Du schaffst das. Du bist mein Held. Das Viech ist fast tot. Es ist tot. Leider ist Heinrich nicht dabei. Aber ich werde es zerkloppen. Was auch immer das ist. Es gab auf jeden Fall Dingsbums. Wie heißt es gleich? Hier liegen auf jeden Fall keine Leichen von Heinrich und Dings. Das letzte Bild, was mir angezeigt wurde, war wieder im weißen Gebiet. Okay. Oh, warte mal, warte mal. Da sehe ich was, da sehe ich was. Ja, das stand nicht. So, hier ist Dutch und du bist bewusstlos. Das heißt, du lebst noch. Und hier gibt es irgendwo eine Truhe, die ich jetzt suche. Ich habe nämlich einen Schlüssel bzw. einen Dietrich gefunden. Das heißt, hier muss irgendwo eine Truhe sein. Vielleicht hier, wo das zusammengebrochen ist. Da habe ich schon geguckt. Das freut mich. Hilf mir mal, die Truhe zu finden. Ah, ich hab die Truhe. Was haben wir denn? Der Unverständliche. Oh, der hat sich ergeben, der Schlüpferkönig, der mich erschossen. Ja, ganz schön gemein, ne? Okay, wir können weiter. Hier unten irgendwo. Ich muss auch Epona gleich noch mal ein bisschen beladen. Mit dicker Haut, mit dem Unverständlichen, mit exotischem Fleisch und mit Knochen. Jo. Er war der Scheiße.
Hast du ihm gesagt, dass er dir folgen soll? Nein, habe ich nicht. Was sind das für drei Türme, die wir da sind? Das sind die Schutztürme. Wir waren anscheinend schon mal da. Keiner war? Ich komme hier runter. Ach, da lag noch Wolf. Das ist ein Wolf. Wolf, Schmolf. Rutsche ich lieber runter zu Fuß. Ich weiß nicht, wie das Pferdchen das mitmacht. Das ist ein Lagerfeuer. Manchmal ist es praktischer, vom Pferdchen abzusteigen. Willst du Menschen töten? Da sind gerade welche. Oder wollen wir einfach weiter reiten? Keine Ahnung. Die Cimmeria. Also lassen wir sie in Ruhe. Okay. Ja, ich bin hier gerade unsicher und... Ah, ja. Muss zu weit. Ja. Aber irgendwie nur noch dieser eine. Und dann sind stehen geblieben. Ja, wenn er nicht so feige wegrennt, und ich ihn noch mal treffe. Nee, ich glaube nur Knochen. So. Okay. Wir müssen da rüber.
glaube, da muss man von unten hochklettern. Oh, da ist ein Obelisk. Da geradezu. Da geradezu. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem hin, ne? Kann man doch bestimmt hochklettern. So, erstmal zum Obelisken. Das ist gut, dann können wir hier nämlich immer hinlieben. Oh, da wären noch Menschen gewesen. Habe ich gar nicht gesehen. Tüdelü. Ich bin hier an der Seite da dran gesprungen und hochgeklettert. Ich habe die gleichen Klamotten an wie du. Aber wenn du dich nackig machen willst. Ja, das hat eher was mit deiner Sprungkunst zu tun, glaube ich. Ein Nacktpo, Heinrich. Ich habe mit dir so mein Kinderschild. Tja, du vielleicht. Heinrich 47374. Ich bin Admin. Woll, ich habe mich zum Admin gemacht. Medizin, man lachen. So, da wollen wir rein. Glaube ich. Oh, guck mal, da ist ein Geist. Ist der nett? Kann man mit dem reden? Hallo. Torgar, der Schmied. Da ist ein Tor. Ah, ich sehe nichts, es ist dunkel. Anscheinend nicht. Also laut der Karte sollte hier irgendwie noch so ein böser Map sein. Oder auch was ist da? Nee, das war hier. Menno, ich hab doch das Internet gefragt gehabt. Weiß ich nicht, aber ich hatte das Internet befragt. Und hier sollte es irgendwie, ich glaube, das Diadem von sonst was geben. Vielleicht müssen wir uns auch einfach noch diese anderen Bauten hier in der Ecke anschauen. So.
große oder das da unten. Ich habe zumindest nichts gesehen. Oh, Plätze. Nein, da muss ich nicht anders hin. Ich gehe erstmal zum Friedhof. Mach mal, wenn du was Interessantes entdeckst, say something. Mach ich dann auch. Du könntest sie andatschen. Entschuldigung. Was ist denn? Das ist schlecht. Ich glaube, da wo ich bin, hatten wir die Cimmeria rekrutiert. Weiß ich nicht. Nee, das... Doch. Ja, doch, hier sind Cimmeria. Und zwar 4 Stück. Ach nee, 3. Einer ist ja meiner. Oh, ein Zuchtmeister, 2er. Wo gehst du hin, Leto? Okay, Leto schlachtet sich hier einmal durch die Gegend, aber... Pff. Gehärtetes Leder, das kann man gut mitnehmen. Ja, ja, hier haben wir ja unsere beiden Kämpfer hergeholt. Aus dieser Ecke. Ich weiß nicht, da soll irgendwo so ein Hähnchen Dungeon sein, wo es eins der Artefakte gibt, das man dann irgendwann benötigt, um das Spiel zu beenden. Warte mal, hier ist so ein großer... Irgendwas? Okay. Ich sehe nichts, hier ist nur Gestrüpp. Ja.
dachte mich gerade ein bisschen durch die Gegend. Untotenbeschichtung. Cool. Hat das zwei Eingänge oder nur eins? Hier sind mehrere. Ach, gute Lüge, den war ich noch gar nicht. Hm. Hab ich da. Ich höre Kampfmusik da. Ich bin hier irgendwie im Haupthaus von den Cimmeriern. Kannst du dich verpieseln? Drei auf einmal ist echt fies. Oh ja. Da drin. Ey, warum schützt ihr mich nicht, ihr kleinen Scheißer? Oh ne, ich muss da oben lang gehen. Der ist nicht so gut wie deiner, den du hast. Das klingt doch mal nett. Ich habe schon einiges an Stahlbarren gekriegt. Stahlbarren. Geh mal mein Pferdchen in Ruhe. Ich glaube, ihr spinnt. Beto, du erledigst das, ne? Ah, die kommen aus der Erde. Scheiße.
Redest du mit mir oder bist du gemein? Nein, nein, ich rede mit dem Zimmermann hier. Ich schlachte mich hier gerade durch die Cimmeria-Stadt. Ja, und ich möchte mich hier unten. Hier ist auch ein untoter Boss. Also am Rande. Ich kann versuchen, zu dir zu kommen, aber du bist leider am anderen Ende. Soll ich versuchen, zu dir zu kommen? Weiß ich nicht, ob ich hier richtig... Ja, nein, vielleicht, nur ficken. Ja, ich komme doch schon. Aua. Ja, oh. Toll, keine Ausdauer mehr. Bei dir. Ja, ich bringe hier gerade noch zwei Untote um, weil ich glaube, es ist besser, wenn ich sie nicht mitbringe. Ja, Leto, mach mal. Treffen. Meine Fresse. Oh. Ah. Ah, cool. Mein Schwert hat jetzt eine Untotenbeschichtung. Ich habe auch noch eine für dich. Ich muss nur noch den Weg zu dir finden. Ah, da irgendwie. Ja, dazwischendurch. Dazwischendurch. Nach links. Was denn jetzt nach links gerade durch zwischen zu? Durch diese Türmchen oder Mühlen, was das ist, da auf dieses Gebäude zu. Okay. Ah. So. Ja, ich höre ihn schon. Muss über halb Zeit gleich reingehen. Ja, hier ist Plötze. Ja, ich suche hier gerade einen Weg rein. Man kann nicht klettern. Zicker. Ich wollte dir eigentlich auch noch die Untotenbeschichtung geben, aber... Oh, dieses scheiß Pferd bewirkt, dass ich hier sterbe, sag's.
Leto, greif den mal an. Du sollst ihn angreifen und nicht mich angucken. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, wie es Dutch geht, deswegen dachte ich mir, ich pack mal einen Halbpfeil rein. Warum Leto da hier dann gerade mal nicht heulen hilft. Ich habe dem schon dreimal gesagt, er soll den angreifen. Du schießt ernsthaft noch mit Feuersteinpfeilen? Das, was ich da habe. Ja, ich weiß, aber die kann man nicht abstellen hier drin. Ja. Ah, cool. Da können wir zu diesem einen Typen gehen, wo wir waren. Der wollte irgendwas für ein Torfragment, wollte man da kaufen. Ah, was hast du gefunden? Ein Torfragment? Oder ein Torgas-Rezeptfragment. Mhm. Ich glaube, damit konnte man da. Okay. Nee, eigentlich irgend so ein Diadem. Ah, da geht's raus. Ja, das war dieses Teil da in der Mitte. Das heißt, wir gehen erstmal Richtung Obelisk. Oh, was ist das denn für ein Ding? Genau. Ich habe schon wieder so einen verdödelten Geist. Oh, Geister, ich hasse sie.
würde sagen, wenn wir bei dem Typen waren, dann reicht es auch mit der Ausnahme. Ich glaube, die geht nämlich schon ganz schön lange. Voll die Doppelfolge eigentlich schon. Ich hoffe, die anderen natürlich auch. So, hier war der Geisterschmied. Red du mal mit dem, du hast das Fragment. Ah. Ah, das heißt, wir brauchen drei Sachen davon. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht das. Nee. Naja, aber ist auf jeden Fall noch. Ja, war ja trotzdem ganz interessant. Ah, dieses Pferd! Alle Pferde. Toll, jetzt krabbel ich hier an der Decke rum, ey. Wie so eine schlechte Spinne. Ich auch, und ich bin hier. Ah, oh, ich bin ja total festgebackt. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Heinrich, ich komme hier nicht raus. Da kann ich dir auch nicht helfen. Heinrich! Ja, was soll ich machen? Soll ich dich da runterboxen? Ja. Weiß ich nicht. Hier oben. Nein, kletter du dich auch noch da hoch. Oh, warte mal, vielleicht hilft mir hinknien. Dann sehe ich gar nichts mehr. Ah, ich kann in meinen Körper reinschauen. Wie konnte ich mich nochmal hinhocken? Nee, auf Steuerung trete ich. Geht nicht. Aber ich sehe mein Inneres. ja, ich bin mit dem Kopf im Dach. Scheiße. Ja, und ich hoffe, ich komme bis zum. Kannst du mir, bevor du die Aufnahme beendest, kannst du mir einen Gefallen tun und einmal von außen bitte aufs Dach klettern und sagen, ob mein Kopf da rauskommt? Okay, dann ist das Dach wohl doch etwas dicker. Ja. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, ich komme hier raus.